ich habe hier jetzt in dieser Ausstellung diese Serie zu der Theresa mitgebracht. Und es geht für mich darum, dass ich versucht habe, mich diesem Antlitz der Theresa zu nähern, diesem Porträt. Und dass die Frage so für mich im Raum steht, heutzutage gibt es eigentlich so das Antlitz noch, wie es es im eigentlichen Sinne gab. Also ich habe den Eindruck, dass wir so einen Zugang zum Antlitz verlieren, also dass wir einen Kontakt verlieren und dass wir das Antlitz ersetzen mit einem Face, also so mit einer Maske, einem Face wie bei Facebook, also das digitale Face. Und irgendwie ist diese Skulptur für mich so interessant gewesen, die also Grundlage für diese Malerei ist die Skulptur von Bernini, weil diese Theresa sich ja in so einem Zustand befindet, der sich vielleicht genau dazwischen bewegt, also wo man irgendwie so merkt, die ist so immer in Gleisen, also die geht irgendwie weg, die wird ohnmächtig vielleicht. Und ich glaube, deswegen hat die mich so gereizt, weil ich mich diesem Zustand annähern wollte, dass sie sozusagen sich von diesem Face abwendet und nach innen geht. Also im Prinzip dieses Face als Schutz, wie wir es vielleicht heute haben, damit irgendwie nicht mehr von Bedeutung ist. Und diese Bilder haben so verschiedene Zustände für mich. Also das heißt, mal haben wir fast nur noch eine Maske, wie jetzt hier, wo wirklich irgendwie klar wird, irgendwie ist dahinter gar kein Wesen mehr. Also die Augen sind wie Hohlräume. Und dann gibt es vielleicht sowas wie hier, wo hier oben so eine Versteinerung stattfindet, aber hier irgendwie Atem ist. Oder dann gibt es sowas wie hier, wo es sozusagen vom Bild so wegverschluckt wird, als würde das Gesicht sozusagen in das Bild reingesaugt werden und man hat so eine Art Fechtmaske oder sowas, was man so gar nicht mehr so ran kann. Also, und da würde ich sagen, ist sie wirklich ohnmächtig. Also es gibt so verschiedene Zustände, denen ich mich versucht habe anzunähern, beziehungsweise die habe ich mir gar nicht so ausgedacht, sondern die sind im Schaffensprozess, in der Annäherung durch den Schaffensprozess so gekommen. Also dass ich so erfüllt habe, das ist jetzt irgendwie mit Theresa passiert. Und es geht in diesen Bildern und in allen Bildern bei mir immer eigentlich um diese Annäherung, um dieses Versuchen, das zu berühren, was dort passiert. Und ich glaube, dass das ein grundsätzlich menschliches Bedürfnis ist. Also es geht um Kontaktsuche. Also ich versuche sozusagen dem Menschen nahe zu kommen. Und ich habe den Eindruck, dass wir kontaktlose sind und immer kontaktloser werden. Und es geht in den Bildern im Endeffekt um diese Suche. Ja. Das wäre die inhaltliche Ebene. Und Malerei, vielleicht soll ich noch was über Malerei sagen. Also Malerei ist das ideale Medium für mich an der Stelle, wobei meine Arbeit sich nicht nur an der Malerei orientiert, sondern ich mache auch skulpturale Installationen und Grafiken und so. Aber ich finde die Malerei ideal, weil die Malerei eben ganz viel mit Berührung zu tun hat. Also weil ich ja sozusagen die Leinwand berühre mit der Farbe und mit meiner Vorstellungskraft das berühre, was ich darstelle. Und deswegen ist die Malerei dafür so ideal. Also es ist so ein ganz zartes und zärtliches Medium. Mein Name ist Tanja Seidel und ich lebe und arbeite in Wien und ich habe dort auch studiert. Und also ich kann jetzt da gar nicht so wahnsinnig viel dazu erklären, glaube ich. Also ich würde Sie einfach alle bitten, sich dann hineinzubegeben und sich die Arbeiten anzuschauen. Im Prinzip gehe ich immer von bestimmten Bildfragmenten aus. Teilweise kommen die aus der Kunstgeschichte, teilweise kommen die aus meinem eigenen Fotoarchiv und Instagram und was ich halt irgendwie so finde. Und dann versuche ich irgendwie narrative Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Fragmenten herzustellen. Und dann passiert eigentlich sehr viel im Prozess. Also ich fange dann einfach an, diese Motive, die ich so finde, oder diese Motivfragmente übereinander zu legen und zu schauen, was dann damit passiert und was sich daraus ergibt. Und dann am Ende über die Titel diese Erzählung vielleicht nochmal zu schließen. So. These two paintings here come from an exhibition, a solo exhibition I made about 6 months ago called Blackbirds in the Garden of Prisms. And the series of works I made were different looks at flower painting, so historical views of flower painting. The two you're looking at here are based upon Philip Reinagle's painting of tulips, but also looking at colour theory and reading Bridget Riley's writing on colour theory in particular. So they leap between several centuries,
1700s right through to more recent times. The other works are formally quite different to the ones you see here, but these were made as a pair for that particular exhibition. So they deal with optics and how the presence of the viewer plays an active role in combining the colours. The distance at which the viewer stands in front of the painting will determine the optical and colour effects that are received.